Umdeutungstechnik, dein Einwand. Wir sind gleich durch. Eine Minute. Dann haben wir alles geschafft. Heute Morgen war es ein bisschen trödelig. Bitte? Das Gerät ist mir zu groß. Nun, jetzt nehmen wir mal an. Nee, ich stelle dir gleich die Frage. Okay? Sagen Sie mal, ich kann verstehen, auf dem ersten Blick, dass das Gerät etwas wuchtig wirkt. Doch gehen Sie mal in sich. Was könnte denn der große, große Vorteil sein? Wofür könnte es langfristig gut sein, dass Sie ein etwas größeres Gerät nehmen? Überlegen Sie mal. Was könnte langfristig der entscheidende Vorteil sein, ein größeres Gerät zu nehmen? Dass ich immer genug Wasser zur Verfügung habe. Sehen Sie, und genau das ist der Grund, warum viele von einem kleinen auf ein großes Gerät umsteigen. Denn was passiert denn, wenn das Gerät ständig meldet, Speicher leer, weil Sie so viel trinken, weil es Ihnen schmeckt? Was passiert langfristig? Naja, ich ärgere mich. Und was ist die nächste Entscheidung? Ich rufe Sie an und hole mir das Große. Richtig. Wenn ich Ihnen jetzt einen guten Preis mache, wenn Sie gleich das Große nehmen, wer war dann der Clevere von uns beiden? Ich. Ja, so, also. Wunderbar, wie Sie mir das verkaufen, Herr Kunde. Ja, und ist der Rabatt gleich einberechnet. Ja, also, es gibt Vorteile, ein größeres Gerät zu nehmen. Aus seiner Sicht ist es warten. Er wartet nicht lange, Schlange stehen ist scheiße. Und das Risiko, dass nicht genügend lieferbar ist, das ist jetzt schon wert, gleich auf ein größeres Gerät umzusteigen. Ein BMW-Verkäufer, der ein 3er BMW verkauft, ja, weil es ein sehr, sehr leicht verkäufliches Auto ist. Und der Chef sagt, verkaufen Sie mit diesem Monat 20 Fünfer. Da kriegt er schon eine Krise. Warum? Ach du Scheiße, wir sollen das bezahlen. So, jetzt erklärt er natürlich den Fünfer. Mühevoll. Wenn er jeden Kunden, der einen 3er haben will, sagt, ah, ich weiß, ein 3er ist ein echt geiles Auto. Ja? Ich frage mal, ein bisschen ketzerisch, das ist eine verwegene Frage. Dafür dürfen Sie mich ohrfeigen oder für immer lieben. Das entscheiden Sie. Was wäre denn eigentlich der große, entscheidende Vorteil, wenn Sie statt eines Dreiers einen Fünfer kaufen? Olaf. Naja, wäre größer. Was daran wäre denn der Vorteil? Ich hätte mehr Platz. Und langfristig gesehen würde das was bedeuten? Kostet mich mehr Geld. Der Platz. Ich bin auf dem Platz. Sie hätten mehr Platz. Ah, guter Trick. Darauf gehen wir natürlich gar nicht ein. Ich meine den Platz. Naja, ich hätte es bequemer. Wenn Sie sich mal vorstellen, dass Sie viel Zeit im Auto verbringen, tun Sie das? Ja. Was würde es denn langfristig bedeuten, wenn Sie es bequemer hätten? Ich bin nicht der Verkäufer, der jetzt sagt, Sie müssen sich unbedingt mal anschauen, ja, und warum das gut ist. Er macht das alles selber. Was jetzt als Antwort kommt, ist, das wissen wir alle schon. Ja, sag. Weniger Rückenschmerz. Ja, jetzt ist ein Unterschied, ob der Verkäufer das sagt, Mensch, viele Kunden müssten eigentlich mal einen Fünfer kaufen, schon habe ich viel mehr Platz und dann passiert dies, ist das, ist alles richtig. Der Kunde. Und zwar, der Kunde sagt sich, das sagt er doch jetzt nur, weil er mir was verkaufen möchte. Ja, aber der Unterschied besteht jetzt darin, dass der Kunde selbst Argumente gefunden hat, die aus seiner Sicht für einen Fünfer sprechen. Das ist eine völlig andere Vorgehensweise. Und dann kannst du sagen, hey, lieber Herr Kunde, jetzt, wo Sie selbst schon sagen, das mit den Rückenschmerzen, sagen Sie, wie viel darf ich Ihnen zahlen, dass Sie die Rückenschmerzen in Kauf nehmen? Was würde er antworten? Kein Geld der Welt. Das heißt, dann ist es etwas mehr an Investition, nichts im Vergleich zu den Rückenschmerzen, nicht wahr? Stimmt. Okay, wenn ich Ihnen jetzt noch den Kauf eines Fünfers erleichtere, weil wir gerade sozusagen Bandscheibenwochen haben, was würde das für Sie bedeuten? Bandscheibenwochen? Ja, Bandscheibenwochen. Oh, hört sich spannend an. Schon bist du weg vom Dreier, mittendrin im Fünfer. Hast 10.000 Euro mehr Umsatz, der stirbt nicht davon, aber hat langfristig mehr Freude und wird das Auto endgültig entdecken und auch lieben lernen. Zu lieben lernen. Lieben zu lernen? Lernen zu lieben. Lieben, lieben. Also wisst schon, ihr Lieben. So, Mittagspause.
Wir treffen uns 14:30 Uhr wieder hier. Ich danke euch.